Willkommen zurück zu Wormspell Island. Ich befinde mich immer noch im Freundeskampf und möchte auch nochmal ein Spiel mit Turbo wagen. Wir gehen ins Rennen. Einen Gegner haben wir und das reicht mir. Ich möchte auch nicht unbedingt jetzt ein anderes Thema auswählen. Nuklear ist vollkommen okay. Mal schauen, wie... ja gut, wir haben gesehen im ersten Match, dass Turbos Seiltechnik überragend ist. Das haben wir ja vor allem in dieser in die Höhe ragenden Welt gesehen. Das war der 12. Part, wo ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe. Und wie immer zählt beim Rennen, zwei Siege führen zum Sieg. Die beste Zeit entscheidet. Und wir sind jetzt scheinbar in Atlantis gelandet. Bitte kommen, großer Vogel! Verdammt. Also, er hat mir gesagt, dass es hier keine Aktivierung gibt. Ja. Gut, dass es hier ein Loch gibt. Wie fies ist das denn? Also es gibt auch ein paar Sackgassen, wenn man es so nennen kann, bei Worms Rennen. Mal schauen, wie er nachzieht. Ja, ja. Okay, ja. Ja. Okay. Aha. Mhm. Aha. Aha. Das mache ich jetzt nach. Bitte kommen, großer Vogel! Das ist ja kein Ding. Das macht man ja jeden. Moment. Wow. Genau so. Ich habe euch ja nicht zu viel versprochen. Also dieser Seilskill ist echt überragend. Aha. So kommt man da raus. Aha. So in etwa habe ich mir das auch schon ausgeknobelt. Und er bleibt da hängen. Also Spinnenfähigkeiten besitzt er. Ich glaube, da kann ich mir drauf. Da geht doch. So, jetzt kann ich hier. Jetzt hole ich auf. Also, aufholen geht anders. Runter da. Immerhin. Ich möchte noch eine Runde schaffen. Ja. Stimmt, man kann auch springen und dann das Seil ausfahren. Runter dadurch eine Lücke. Ja, ich glaube, er ist dann schon durch. Mir das jetzt. Ich gehe da auf jeden Fall. Hallo? Hallo? So, ich darf nicht den Button gedrückt halten. Jawohl. Die Zeit ist wieder so knapp. Deswegen schleudere ich mich zurück. Wir sehen im Hintergrund ein großes U-Boot und ein kleineres. Und ein Turbo, der im Ziel verschwindet. Ja. Damit fährt sich Turbo einen Sieg heim. Und ich bekomme 0 IP. Ich bekomme gar keine Erfahrung für mein Rennen. Ihr wisst ja, normalerweise trenne ich die Parts. Also ein Match mit einer Runde bekommt bei mir ein Part. Nur da Turbo hier ein Rennen vorlegt, was man einfach in ein Part reinbringen kann, mache ich das auch.
Turbo, du bist verantwortlich, dass dieser Part nicht durch zwei geteilt wird, sondern direkt das volle Programm. Was war das denn für ein Trick? Ja, ich muss mich darüber wundern, denn es ist unglaublich, was er hier immer wieder ab... Und damit ist die erste Runde. Meine Frage wäre jetzt, ob die beste Runde zählt oder ob das Gesamtergebnis irgendwie zählt. Ich komme hier noch nicht mal runter. Aha, aha. Bin ich ja noch nicht mal so allzu schlecht. Auch wenn ich mir meinen Fallschaden abhole. Aber ich habe die Hälfte der Map schon geschafft. So, und jetzt kommt wieder der Turbo. Vielleicht heißt er ja deswegen. Vielleicht heißt er deswegen Turbo. Ja, ja. Erster Fallschaden. Ja. Wie mache ich das denn am besten? Warum ist die Karte eigentlich jetzt so groß? Ist irgendwas eingestellt, dass das hier... Aha. Ich hab's hochgeschafft. Den Berg habe ich erklommen. Ah, okay. Habe ich noch eine schöne Nachricht? Bitte kommen, großer Vogel! Ich nehme den kleinen Weg. Okay, ich schwing dich rum. Schwingen. Das war ein Trick. Der nannte sich Dreh die Kurve. Ich habe doch noch ein paar tolle Fragen. Die Chancen sind ungleich verteilt. Okay. Kann man sich irgendwie abfedern, dass man keinen Fallschaden bekommt, so wie jetzt gerade? Das würde mich mal interessieren. Ah, ich kann zoomen. Gut zu wissen. Jetzt kann ich ja aufgehen. Mein Wurm hält sich vollkommen... Ah, okay. Das ist unglaublich. Ich komm da nicht hoch. Turbo muss jetzt nur noch da hoch und dann hat er das Match für sich entschieden. Und du? Und er möchte mir noch ein bisschen Zeit lassen. Denn er hat jetzt gerade natürlich die Runde falsch rumgenommen. Das wird ihm klar gewesen sein. Mir auch. Wenn ich hier... Das gibt's gar nicht. Also wenn ich hier jetzt nach rechts gehe, komme ich nicht auf Benutzer definiert, sondern auf gut gespielt. Und von gut gespielt muss ich wieder hoch.
Dann komme ich auf Benutzer definiert. Wenn ich dann nach links drücke, komme ich nach Voreinstellung. Seltsam. Die Runde haben wir jetzt leider verpasst. Ich mich schon. Ich kann hier nicht angreifen. Ja. Ich meine, ist auch mal schön, solche Seilskills zu sehen. Ich finde das beeindruckend, dass man hierfür Seilskills an den Tag legen kann. Ich meine, es scheint so, als ob er jetzt gerade auf dem Weg zum Ziel ist. Er ist aber auch überlegen hier. Das, da ist nix. Auf jeden Fall kann ich hier schon mal meinen Respekt für Turbo äußern, weil das ist echt ein Seilskill. Ich sag's immer wieder gern. So in etwa hatte ich mir das auch schon ausgeknobelt. Bitte kommen, großer Vogel! Ich währenddessen munter hier weiter, bis ich mich am Ende selbst kühle. Anderen Spieler. Ja, ich bin begeistert. Hofft mit, dass es sich noch gibt. Tja, die Kraft der Hoffnung. Kommunikationsfehler. Die Verbindung zum anderen Spieler ist verloren gegangen. Er hätte eh gewonnen. Das ist klar. Deswegen kann ich den Sieg auch Turbo anrechnen. Ich bin mir sicher, dass Turbo seine Konsole nicht ausgemacht haben wird. Also das war wirklich ein Kommunikationsfehler zwischen den Servern von Nintendo. Und wir haben jetzt wirklich ich wäre da eh nicht weit gekommen. Von daher. Vielleicht erspart er uns meinen mühsamen Weg zum Ziel. Vielleicht hätte Turbo auch jeden Augenblick das Spiel beendet. Wir wissen es nicht und werden es nicht erfahren. Auf jeden Fall geht der Sieg eindeutig an Turbo. Glückwunsch dazu. Und ich freue mich auf neue spannende Parts. Und damit sage ich Tschüss. Euer Playman. Ciao.